Jetzt kann ich aber nichts mehr bauen. Ja, okay. Flango! Moin moin! Oh ne. Oh, Zwerg. Ihnen sagen, sie brauchen mehr freie Fläche. Was? Die Bienen? Ich glaub, dass wir teilweise zu eng gesetzt haben. Ja, das könnten. Ja gut, wenn die. Dann müssen wir. Die können wir ja auch anders bauen. Guck mal, komm mal hierher. Bei dem hier zum Beispiel, wo ich davor stehe, wenn du den auch mit E anklickst, dann sagt er dir, die Bienen brauchen mehr freie Fläche, auch der hier. Der Ups. Okay, die sind alle zu eng. Was ist das Boot geschrottet? Aha. Habt ihr das Boot geschrottet? Aha. Nicht wir. So, ich wollte jetzt war nicht am Steuer. Ich wollte gerade am Köhler stehen und euch winken, wenn ihr. Oh ja, das wäre schön gewesen, aber wenn ihr. Hazi hat mir einfach nicht gesagt, dass da vorne ein Stein kommt und dann habe ich zu spät ausweichen können erst. Und dann habe ich zu stark gelenkt. Da drüben laufen sie, haben Schiffbruch begangen. Und ich höre wieder nur Ausreden, so wie Lippo schon sagt. Immer wer andere schuld. Hase hat gesagt, dass da vorne ein Stein ist. Natürlich. Wie denn sonst? Schön. Aber dass das Schiff schon so Schaden hat, dass nur ein Kratzer genügt und das Schiff fällt auseinander. Andrea, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, klar. Okay, warum ist... wir haben einen Baum in einem Pflanzentopf. Das ist das schönste Haus der ganzen Welt, ja? Ich bin mal gespannt, was Pazzi und Cell zum neuen Wirtshaus sagen. Ich bin mal gespannt, was Cell sagt, wenn sie ihre Erze, also ihre Barrenkiste sieht. Das kann ich dir schon sagen, ohne sie zu sehen, das ist zu wenig. Ja. So demotivierend. Es ist ein Anfang. Du kriegst also, keinen mehr. Also mir fehlt eindeutig ein Aussichtsturm. Ein Turm? Der was von Dachboden aus erreichbar ist. Ja, aber man muss schon was bieten den Gästen. Wenn die da herkommen, müssen die eine Sehenswürdigkeit haben. Ja, wenn dann du oben, sagen, schau mal oben raus, das ist schön. Der Hühnerstall ist ja schon langweilig. Ich finde es oben schön, wenn du da oben stehst, das ist schon nett. Ja? Mit Blick auf den Meer. Hat gesagt, der Hühnerstall ist langweilig. Da fährt ja die Oma nicht mehr mit dem Motorrad. Hast du jetzt selber auch als Oma bezeichnet? Ja, Partybert, Mensch, hallo! Hey, wir hatten doch so viele Sonnen. Sind hier alle? Ja. Ziemlich viele Pfosten. Ja, weil es sonst in sich stürzt, ja? Pazzi, hast du Holz dabei zufällig? Hast du Holz? Sag mal, Pazzi. Ja, aber nicht viel. Ja, ich nehm auch ein bisschen. Wo war der Löwenzahn? Die Preise auf dem Markt sind teurer geworden. Ja, okay. Wir müssen da in die Ecke. Ja, okay, alles klar, machen wir eigentlich. Ja. Das kriegt keiner mit. Warte hier. Ja, wieso haben wir nur einen Löwenzahn? Weiß ich nicht. Sie haben meinen Dealer da irgendwie erwischt, deswegen bekomme ich nicht mehr so viel Holz. Oh, okay. Wir reden einfach nicht weiter, ja. Das kriegen die anderen gar nicht mit. Ja, schönes Gastholz, ja. Danke. Schön. Ja, ist nett, ne? Oh, schau, wir haben wieder Wald vor der Tür. Echt? Das ist euch gar nicht aufgefallen, oder? Nö. Wir nicht, ich bin ja die ganze Zeit in dem Gasthaus. Dass wir wieder Wald vor der Tür haben. Ich sehe die Base schon gar nicht mehr bei dem ganzen Wald. Ja, so muss ich wieder fangen. Schon wieder? Ist das so? Das ist gerade erst gewachsen und schon... Hey, jetzt sind sie noch jung und knackig, da halten sie besser. Ja, warte, ich hol den Wagen, Pazzi. Nee, warten Sie, Pazzi, ich hol den Wagen. ich tu noch anpflanzen, also. Jetzt wird er noch nicht gefällt. Ja, Cell hat ja auch noch ein bisschen was im Wagen drin. Ja. Ja, ich brauche aber vor allem das Kernholz, das Rundholz. Das tue ich ihm noch nicht abfüllen. Dann muss ich ihn gleich abfüllen. Den Wald nicht, weil der bringt ja nichts. Der bringt ja kein Kornholz. Na klar. So. Aber wenn wir ein paar Kiefersamen hätten, wäre das sehr hilfreich. Dann könnte ich hier Kiefern anpflanzen.
Haben wir doch. Con rastet gerade völlig aus bei den ganzen Kiefern. Ich hab da schon Kiefern angepflanzt. Aber es war nicht viel. Was bringt denn der uralte Samen? Den brauchen wir für den uralten. Genau. Ja, da wäre einer in der Karre. Ja, den brauchen wir für Boss. Das ist eine Trophäe im Grunde. Ups, ich hab die, glaube ich, damals bei Samen einsortiert. Ja, ja. Aber wir haben in der Trophäenkiste auch eh keinen Platz mehr, also. Wir brauchen mehr Trophäen. Hey, wir bräuchten den zweiten Boss. Oh, Zwerg, kleine Treppe ist ja cool. Mhm. Dass wir progressen können beim nächsten Mal. Wir brauchen den zweiten Boss. Ja, das ist wichtig. Der ist wirklich wichtig. Dann können ich sag ja. Dann können wir das beim nächsten Stream auf die Suche nach einem Sumpf gehen. Das heißt, wir wollen ein Boot bauen. Oh, ich wollte schon immer einen Sumpf haben. Schaffen wir das jetzt noch zum zweiten Boss oder dauert das zu lange? Ich weiß nicht, ich hab vielleicht gedrückt. Ja, das dauert zu lange. Das geht sich nicht mehr aus. Nein? Das dauert vor allem zu lange, den zu legen. Okay. Ja. Vor allem, der ist ja auf dem Zwerg so einer Map ja sehr, sehr weit weg. Ja, das außerdem. Schade eigentlich. Haben wir noch Holz? Schade eigentlich. Aber haben wir noch Holz? Das sind Fragen, die mich gerade schwer beschäftigen. Ja, wenn wir den uralten gemacht hätten, hätten wir keine Holzprobleme mehr. Das stimmt. Weil wir dann mit Stein bauen können. Das theoretisch auch, aber vor allen Dingen, den kann man sehr cool triggern dazu, dass er Bäume fällt. Das ist eine bessere Version vom, Troll. Vom Troll, genau. Okay. Zumindest was Bäume fällen angeht halt. Wenn wir Glück haben, haben wir auch noch Kupfer in der Nähe, dann können wir jetzt für Kupfer. Oh ja. Ah, es waren noch Zeiten, die wir den uralten missbraucht haben. Was? Für Sinn. Arbeiten. Das macht mich alles ein bisschen seltsam gerade. Fühlt es nicht so. So, jetzt kommt hier oben kommt. Ist der Wagen leer? Nein. Warum nicht? Weil ich jetzt erst das Rundholz brauche. Für? Den Hafen. Ja, wir bauen halt den Wagen, damit wir ihn halt auch wieder nutzen. Ja. Ja, schmeiß doch die Sachen in die Kisten. Du hast immer gesagt, du kannst ja auch die Sachen einlagern. Aber ich weiß jetzt nicht, wo wir das neue Trophäenzeug hin sollen. Daneben ist noch eine Kiste, die nicht beschriftet ist. Ich finde, das läuft. Ich habe irgendwas genommen. Ah, Bronzenägel und deswegen habe ich was erlernt. Ja. Selb, was tust du hier mit meinem neuen Wald? Ich bin der Förster in diesem Wald. Diese Bäume sind noch nicht gezählt. Das macht mir nichts. Das ist eine Strafe, die sie jetzt zahlen müssen hier. Warte, Zwerg, ich leg mal in die Kiste rechts neben die Bronzenägel. Nimm die mal kurz, du kannst. Bleiben Sie hier stehen, ich rufe jetzt die Polizei. Bleiben Sie hier. Okay, schmeiß mal rein. Rechts. Was ist das hier? Rechts! Warte, ich will hier einfach mal ein bisschen gucken. So, hier. 3 Stunden später kommt die Polizei. So, schön. Das ist nett, Dankeschön. Wir haben noch keine Polizeistation im Dorf, deswegen kommt keiner. Genau. Oh, ist ja leer, Mensch. Ja, ich. So. Oh. Das ist so wie bei GTA Roleplay, wenn der Polizist gerade was von der Leitstelle sitzt am PC ist. Au! Und Bohnen gegessen hast. Na toll. Jetzt bin ich mit dem Karren Zell ausgewichen. Jetzt habe ich den kompletten Karren hier voll verkeilt. So. Vielleicht du nicht versenkt hast. Ich hing mit dem einen Rad in der Fackel fest. Das war ein bisschen anderes Problem gerade. Wow! Okay, Pasi, das hat sich echt gelohnt gerade mit dem Wald. Respekt. Ja. Mach hier meine Arbeit. Und Zwerg kommt schon zum Abholzen. Manchmal. Manchmal. Die ganze Pisch. Jetzt eskaliert er gleich. Jetzt komme ich gleich mit dem Hammer. Ich habe einen. Ich baue gleich alles ab. Und verkaufe das Holz nachher an Leute, die es mehr benötigen. Und die dankbarer sind. Dankbarer? Hä? Du mobbst uns die ganze Zeit und wenn wir dich mobben, dann fängt das. Ja, ja, aber schau. Ich mobb euch nicht, sondern es sind alles Tatsachen. Warum mir das nicht gefällt? Zwerg, was soll das? Was denn?
Das, der Wald ist... Ich habe die Bäume noch nicht gezählt. Ach so, bist du mit der Zählung noch nicht durch? Na? Ich habe circa 5 gefällt. Komm, das kann ich von ein paar Mal schlagen, also... Ja, der Wald schlägt zurück. Das ist nicht der Wald, der stark ist, der einheimisch ist. Wen hat der Wald erschlagen? Der Korn ist vom Baum erschlagen. Ja. Das kommt davon. Ich drehe mich um und sehe unten das, ein riesen Blutbad und das, den Rest in Peace Stein von Korn rumstehen. Der Wald rächt sich. Oh, absolut, ey. Armer Korn, es tut mir leid. Das ist das Einzige, was ich, wenn ich, was ich nicht weiß, lege ich nicht ein. Oh. Konzentration, meinst du? Selber schlecht. Sagt das Holly, ja? Der kam nicht von mir. Großartig. Ja, ja. Community. Jetzt wieder auf die Zuschauer. Ja. Abgefärbt. Ah, herrlich. Der Baum wollte halt nicht mit. Du lässt den Dingern eine Chance? So Wahlentscheidung und so? Der Land ist falsch. Wow, oh Gott! Oh no, no, no! Zwerg jetzt auch tot? Nee, ich lebe noch, aber es ist... Ich muss gerade echt... Korn, pass auf! Da kommt wieder ein Baum auf dich zu. Okay, er hängt fest. Gott sei Dank, das wäre das Ende gewesen. Pflanz hier eine schöne Allee und alles wird gefällt. Patsy muss nachpflanzen. Nee. Wow, Vorsicht! Domino Day. Okay, jetzt nehmen wir den hier weg. Wir hatten den Wagen. Der steht hier draußen. Vorsicht! Oh, da kommt schon wieder einer! Ich räum die. Der fällt! Den ganzen Wagen auf die Seite! Die ich nutzen kann, kommt wieder raus, Wagen. Oh shit! Und der hinten brennt. Der hinten ist auch gleich fällig. Zum Glück sieht das Patsy nicht. Ja, das wäre der Part. Es wird sein Herz brechen. Wird hier kein Wald mehr entstehen. Das nächste Mal dürfte. Ich werde den Wald nur auf der ganz hinten pflanzen, dann dürft ihr jedes Mal die Strecke laufen. Akropazi. Was habt ihr davon? Ah, Lippo kommt mit dem Wagen nach, das ist ja sehr schön. Einladen bitte. So. Einladen? Moment. Lass mal. Lippo, lass mal runter. Nee, du musst nur oben drauf schauen und auf Storage gehen. Nee. Jemand anders benutzt das. Ja, steht bei mir auch. Du kannst ja nicht anhängen. Wenn du ihn angehängt hast, benutzt du den, dann können die anderen nicht drauf zugreifen. Wie kann ich den wieder abhängen? Auf die Seite, auf den Griff gucken und dann auf abhängen. Oder auf benutzen. Ja, genau. Auf abhängen. Jo. Bart, sieh Vorsicht, da kommt ein Wagen entgegen. So, jetzt aber. Okay. Ah, oh, Party setzt nach. Ja? Ja, sicher. Ihr tötet ja alle gesunden Bäume. Party, ich habe hier einen Sturmschaden gefunden. Party, Vorsicht, da kommt ein Baum. Die haben alle schon so einen Grünstich, die sind immer gut. Es ist eine andere Bindung, wenn man die Baum selber gepflanzt hat. Aufgezogen hat. Oh, Vorsicht! Ja, genau. So geht's gerade in mir zu. Zu viel Mühe gegeben. Zum Glück bist du gerade nicht hier. Vorsicht, Korn! Vorsicht, lauf! Weißt du mal, wie ich mich fühle, wenn ihr meinen Met nicht wertschätzt? Ja, wir kommen, dieses Pisswasser kannst du behalten. Geh ich lieber zur Konkurrenz. Dann geh halt. Nächstes Mal hole ich mir einfach nach einer auf der Tanke. So.
Vorsicht, Con! Schon wieder. Sag mal, liegt da ein Baumstamm auf unserem... Nee, ich brauch gar nicht erst. Wir hatten da einen Baumstamm auf die Mauer gelegt. Welcher Baumstamm auf der Mauer? Ja, dann. Oh, 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 Vorsicht, 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 ich bin da drunter. Ich bin da drauf. Zwerg sagt, ich bin da drunter. Zwerg, ich stand auf. Ja, wenn du drauf rumsurfst, ja, dann ist es jetzt nicht so schlimm, wie wenn du drunter stehst und von dem Ding erschlagen wirst. Wo ist denn der Karren schon wieder? Da unten, okay. Was blinkt denn da? Oh, das Harz. Komm, wir gehen mal rüber zum Fluss, weil da liegen noch Bäume drin. Zum Fluss? Geschafft. Na toll, er hat mich wieder abgehängt, weil ich schieb. Der besucht sich aber auch echt den mit Abstand steilsten Weg aus, ja? Ja. Okay. Okay. Sah ein bisschen komisch aus. Lippo schon weit voraus und da kam er immer noch hier vorne. Passiert aber. Hier zwergt der Baum, der da steht, sieht mir gut aus. Der schaut echt nicht mehr gut aus, du. Der muss weg, glaube ich. Müssen wir aber schnell sein, wenn wir den noch abholzen. Ja, wenn der Zwerg richtig schwimmt, kann ihn einfach an Land drücken. Bin ich dran? Oh nein, das war's. Ich muss mich erholen, ja. Die erste Hälfte haben wir schon mal. Hier ist die zweite Hälfte. Ja! Halt, da geht. Gut. Also irgendwie ist der Server gerade am Limit, oder? Kann das sein? Ja. Also ich kann nichts mehr aufheben auch. So, fliegende Holz. Aber es ist Modem bei Nitrado, glaube ich, eher das Problem. Ich glaube, die kommen mit der Anfrage von dem Game nicht nach. Ja gut, wir haben ja zum Glück keinen Nitrado-Server. Ah, ich hab's auch nicht. Achso, ja, ja, das ist glaube ich Cheap Battle genau das selbe. Cheap Battle, ja. Das ist das hat überhaupt nichts mit dem Provider zu tun. Die sind einfach alle mehr oder weniger. Sehr überlastet, weil weit über 5000 Server mittlerweile existieren. Privatserver, wohlgemerkt. Oh nein. Con ist traurig. Armer Con. Ja. Armer Quinn. Das ist. So geht's mir auch immer, wenn ich schlafen möchte, aber noch nicht schlafen gehen kann. Dann weinst du vor Cell oder was? Ja, Cell kann ein Lied davon singen, wie oft ich den Chat anfange zum Weinen. Oh ja. Ich möchte aber jetzt schlafen gehen! Ja. Dann sagt Cell, nein, du gehst jetzt noch nicht schlafen, wir müssen hier noch fertig bauen. Nee, das ist dann eher so. Wenn sein Hund schon sagt, Leute, jetzt hört auf. Geht reicht. Und Patsy fängt dann an, mit Kibo zu diskutieren. Nein, es wird noch nicht schlafen gegangen. Er will da noch was bauen oder so. Das ist, ja. Mein Hund natürlich möchte noch was bauen, nicht ich. Ja, ja. Nicht falsch verstehen, da. Genau. Oh. Ich bin ja nur die Sprache, eigentlich sitzt ja mein Hund gerade hinterm Rechner und spielt mit euch. Ach so. Ach, yep. Das klingt so gut. Ja. Yep. Ich bin also, ja eigentlich der total kann das spielt ja mein Hund. Kann es das sein, dass man gerade gar nichts machen kann? Also ich kann auch nichts mehr aufheben. Also ich kann noch genug machen. Bei mir läuft alles normal. Bei mir läuft auch wieder alles normal. Jetzt geht's auch wieder. Jetzt kann ich wenigstens wieder Schaden auf was machen. Habt ihr jetzt alles aufgehoben oder was? Jetzt plötzlich funktioniert es plötzlich wieder. Ah, ich kann leider nicht mehr.
Wir müssen alles selber aufheben. Oh, alles aufgehoben. Ah, funktioniert wieder. Zwerg, wenn er sich von der Arbeit drückt. Hä? Ja? Mir auch. Habt ihr noch was zu essen dabei? Ja. Lippo steht voll mit Essen. Hat der Lippo, hast du Marmelade dabei? Ich frag nur. Nee, ich kann... Fuck. Das wird... Lippo stirbt nicht! Nee, bei mir macht der Server gerade ganz interessante Sachen. Oh, ich hab das. Was macht denn interessant, dass der Server? Zwerg, da oben. Wo? Ich glaube, du hast gerade eingefleischt. Fleisch? Ja, okay, danke dir. Ich wollte doch Marmelade. Con, du musst einfach auf den Ast draufspringen. Mhm. Das hat gut geklappt, Lippo. Was? Ich hab's laut. Con, was ist denn da los? Ich will nicht schlafen. Magst du drüber reden, Con? Ja, ich würde sagen, das ist gerade völlige Eskalation am Bau. Con weint, weil er Holz hacken muss. Ja, schon wieder. So eine Scheiße. Ich hab das die ganze Zeit schon gemacht. Stimmt ja gar nicht. Jetzt wird plötzlich keine Arbeit mehr wertgeschätzt. Ganz jetzt geben sie die Aufträge mir weiter. Bazi tut dies, Bazi holt das. Wir brauchen Holz, Bazi. Und jetzt wollen es alle anderen. Gut gemacht, Con. Ich setz mich jetzt in die Kneipe und hoffe, dass irgendwer vorbeikommt. Rede mit der dicken Dame. Die hört nicht zu. Hallo? du kannst es jetzt nicht zu Lebo sagen, das geht fein nicht. Ich bin zwar dick, aber keine Dame. Die hört wenigstens zu. Ich rede auch nicht von Lippo. Oh nein, ich rede von der Dame in der Bar, die ich mein bilde. Warte mal ganz dass kurz. Sie da ist. Bringt mal schnell euer ganzes Holz bitte zum Kahn, weil dann fahre ich zurück, weil meine Axt ist gerade kaputt gegangen. Die von Sea of Thieves, die Barbara, wie die heißt. Ach, die Beste. Ach. Die schenkt mir wieder Bier ein und quatscht mit mir. Jetzt werde ich wirklich. Barbara! Hey Stone, grüß dich, hi. Und Barbara? Maxi, dir auch erstmal Hallöchen. So. Also, wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt nochmal hier vorne schnell abgeben. Ja, drin. Ich muss schon kurz mit dem Ausdauer sammeln. Ach so, du warst noch im Pausemodus. Ja, sonst wäre ich nicht rübergekommen. Gut, weil dann fahre ich nämlich zurück und dann bringe ich den Wagen wieder her. Tschö. Fertig? Jo. Und Schuss. Jo, bin auch leer. Macht's gut. Bringst du ein bisschen Essen mit? Ich komme nirgendwo weiter. Essen mit? Jo. Hast du denn Essen dabei? Also hast du Essen vorbereitet überhaupt? Ja, in einer Kiste. Was drin. In einer Kiste ist was drin. Okay, ich schau mal. Con! Halt den fest, du musst ihn fällen. Das klingt jetzt irgendwie seltsam. Ja, das klingt sehr seltsam. Ist ja, schon schwierig irgendwie. Ey, das Partywert! Hallo Party! Nee, bei euren komischen Spielchen möchte ich nicht mitmachen. Oder Grauling, warte kurz. Hallo, ich möchte... das ist unfair. Ich bin unter Wasser. Herr Grauzwerg. Der wollte doch nur helfen. Hier durch den Wald vom Pazi durchzukommen, ist schon echt schwierig. Au. Wieso? Weil er sehr dicht ist, wenn du mit dem Karren unterwegs bist. Ja, hier geht's dann wieder. Ja, da habt ihr ja auch schon gefällt. Grauzwerge, die sind in der Base, die alles kaputt gemacht haben. Ich führe euch an! Auf in den Kampf, Grauzwerge!
Wie jetzt? Stürmen wir die Base. Nix stürmen. Keine Zeit zum Stürmen. Attacke! Plünderung! So. Dann gucken wir jetzt mal gerade ganz kurz. Kann ich einen Verbannungsan... Ja, komm rein. Da, schau, da vorne. Da, schau. Attacke. Toll, der hat dich gerade mit irgendwas beworfen. Das sah irgendwie widerlich aus. Das hast du jetzt davon. Jetzt läuft er bei den Bienen vorbei. Na toll. Toll. Auf dem Wachposten. Ich glaube, er musste dringend. Ach so. Er hat mit Fäkalien Achtung, komm, Bäume kommen. Oder Cell, Mensch. Mit dem Bötchen hier. Im Hafen. Schön. Ich finde es schön, das Bötchen, Cell. Ich weiß nur nicht, ob Cell noch da ist, weil sie steht schon sehr lange hier. Halt und schau dir die Pferde. Halt einfach nur die Klappe, ich bin genervt. Hast du gerade gesagt, Cell, schau dir ein Pferd? Wo bist du genervt? Sie schaut dir die Pferde. Weil es nicht so klappt, wie sie möchte. Kriegt sie jetzt erstmal Licht. Ich schau die ganze Zeit ins Wasser. Ich hab dir sollen wir dir vielleicht einen Steg ringsrum noch weiter vergrößern? Achso, ich weiß auch, warum sie ständig ins Wasser fällt. Nee, ich muss die Stützposten nach unten setzen. Hm, verstehe. Mein Akku ist broken. Tag 32. Und wir sind noch immer auf dieser Insel gefangen. Selb, kann ich dir irgendwie noch was hintun? Hinlegen, Holz hinlegen oder so, dass du nicht immer so laufen musst? Nee, ich habe genug Holz da. Okay. Am Holz mangelt es mir tatsächlich nicht. Ich krieg nur die Stege nach unten nicht richtig positioniert. Dieser Wetterumschwung, ja, aber das ist echt doof, ne? Momentan. Ja, ich rede vom Spiel. Ja, der Wetterumschwung in diesem Spiel macht mir persönlich zum Schaffen. Ja. Verstehe. L gibt's doch nicht, weiß ich doch. Stimmt, L existiert nicht. L existiert nur virtuell. Nur in VR. Ja, nur in VR. Aber Cell, brauchst du? Wie weit willst du noch nach vorne dann? Wie weit willst du noch nach vorne, wenn du das nach vorne noch abstützen musst? Ich glaube, sie will so weit nach vorne, dass sie... Da, wo ich gerade stehe... Okay. Da wird das Tor gemacht, weil das Problem ist halt... du musst das Ding im Grunde komplett einzäunen. Und auch hoch einzäunen, weil sie sonst in einem Sturm eventuell davon schwimmt. Ach so. Und leider hast du original im Spiel keine Möglichkeit, die Sachen halt festzubinden. Hm. Der Wasser. Ah. Yoda, hi. Klar können Zwerge schwimmen, wir haben nur kurze Beine. Okay, dann baue ich jetzt nochmal schnell Lippos Allerheiligstes fertig. Ja, hast du nicht eben noch gesagt, du kommst mit dem Wagen? Ja, ich muss aber den Wagen ja irgendwie leer kriegen. Und dann baue ich nämlich das gleich und baue oben noch die letzten Teile rein. Könnte scheiße werden. Oh. Das wäre schön. Kann man so machen? Das kann ich von hier oben Con beobachten. Ja, genau, Con. Ich sehe dich.